Gold hat einen neuen Rekord erreicht. Silber ist durch die Decke gegangen. Nur Platin ist noch billig. Es krebst immer noch darum, wo es 2005 auch schon war. Ist Platin trotzdem interessant? Ich glaube ja. Und warum ich das glaube, darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Es ist schon lange her, aber früher, da war Platin das Edelmetall, das ganz besonders wertvoll war. Noch viel teurer als Gold. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Vor der Finanzkrise, da hat Platin fast das Doppelte gekostet wie Gold. Heute ist es genau umgekehrt. Die Unze Gold kostet zurzeit ungefähr 1950 Dollar. Die Unze Platin kostet 900 Dollar. Gold ist also mehr als doppelt so viel wert wie Platin. Und das ist die Kursentwicklung von Platin in Dollar die letzten 20 Jahre. Vor der Finanzkrise, da war die Entwicklung ähnlich wie bei Gold. Aber es ist in der Finanzkrise schon mal viel stärker eingebrochen als Gold und es hat sich danach auch viel weniger stark erholt. Der Goldpreis hat ja auch dieses Jahr einen neuen Rekord erreicht. Im Gegensatz dazu ist Platin diesen März auf ein 17-Jahrestief gefallen. Danach war dann zwar auch so eine mustergültige Erholung wie bei allen Edelmetallen, aber trotzdem, anders als Silber und anders als Gold, ist Platin auch seit Jahresbeginn immer noch im Minus. Mit anderen Worten, Platin war die letzten 10 Jahre ein Rohrkrepierer und ein Edelmetall, das offensichtlich keiner haben will und das offensichtlich keiner braucht. Was uns zu dem Schluss bringen könnte, dass man von Platin als Anleger vielleicht lieber die Finger lässt. Aber warum war das so? Warum diese Entwicklung? Mein letzter Edelmetallbeitrag, das war das Video zu Silber vom 6. Juli. Seitdem ist Silber um 45% gestiegen, was mich natürlich sehr freut. Edelmetalle waren hier schon immer ein Thema, hier auf dem Zukunftsmärkte-Kanal. Und auch Edelmetallaktien natürlich. Und ich bemühe mich sehr, da, naja, möglichst andere Aspekte dann immer auch reinzubringen als die, die man sonst immer hört. Bei Edelmetallen ist es ja oft so, dass die Argumente da immer haargenau gleich sind und wenn man einen Beitrag kennt, dann kennt man alle Beiträge. Jedenfalls, wenn das Ihre Themen sind, ich freue mich über jeden, der hier öfter mal vorbeischaut. Ich freue mich auch über jeden, der den Kanal abonniert. Und wenn Sie den Kanal abonnieren, dann immer auch gleich die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigungsfunktion, mit der Sie sehen können, wenn neue Videos da sind. Jedenfalls, ich habe in dem Silbervideo schon betont, was die meisten ja auch wissen, dass Silber einen Zwitter Charakter hat. Also man kann es sehen als Edelmetall, man kann es auch sehen als konjunkturabhängiges Industriemetall. Die Kursentwicklung hängt also von zwei Faktoren ab, die unter Umständen rein gar nichts miteinander zu tun haben. Und ein Nimbus vergleichbar wie der von Gold, also als Krisenschutz und strategisches Investment, den hat Silber eben nicht in dem Maße und Platin hat ihn noch viel weniger. Es sind beides auch Edelmetalle, beide eignen sich natürlich auch zur Geldanlage, aber jeder weiß, dass bei Silber ungefähr 50% der Nachfrage aus der Industrie kommen und bei Platin sind es sogar 90%. Und von diesen 90%, da kommt wiederum die Hälfte aus der Autoindustrie, aus dem Bau von Katalysatoren zur Reinigung von Dieselabgasen. Dafür wird das meiste Platin verbraucht. Das ist der wichtigste Faktor. Und wenn wir jetzt im Vergleich dazu Barren und Münzen nehmen, da ist die Nachfrage niedrig bis unbedeutend. Und bei der Schmuckindustrie, da geht die Platinnachfrage auch zurück. Der wichtigste Faktor also Industrie und Katalysatoren dabei vor allem. Und da kann man sich natürlich denken, was da die letzten Jahre passiert ist. Die Autoindustrie schwächelt seit Jahren weltweit und besonders schlimm war es natürlich gerade bei Dieselmotoren. Dieselgate-Skandal ab 2015, das hat den Image vom Dieselmotor schwer geschadet und er hat sich davon bis jetzt auch in keinster Weise erholt. Die wichtigste Region für Dieselfahrzeuge, das war immer Europa und da liegt der Diesel Marktanteil bei Pkw momentan nur noch bei 28%. Und dann kam auch noch die Corona-Krise mit einem entsprechenden Einbruch der Autokonjunktur allgemein und natürlich auch bei Dieselfahrzeugen.
So schauen Angebot und Nachfrage aus nach Platin seit 2013. Die Grafik ist von Reuters und die Daten sind vom World Platinum Investment Council. Von 2013 bis 2016 war die Produktion unter der Nachfrage. Der Markt war also noch im Defizit. War kein Problem wegen der Platinreserven, die wir haben. Und 2017, 2018, da bekommen wir dann aber schon einen Produktionsüberschuss. Und 2020, dieses Jahr, werden wir wahrscheinlich auch wieder einen haben. Im ersten Halbjahr, da können wir schon froh sein, dass nicht nur die Nachfrage eingebrochen ist, sondern auch die Minenproduktion, auch wegen Covid-19. Aber trotzdem gibt es wahrscheinlich dieses Jahr einen Überschuss. Man rechnet da mit einem Überschuss von 600.000 Unzen. Interessant ist aber auch 2019, weil da war der Markt plötzlich wieder leicht im Defizit. Und da war es die Investmentnachfrage, die überraschend gestiegen ist. Aber wir können sagen, insgesamt Entwicklung, Angebot und Nachfrage bei Platin ist jetzt nicht so günstig. Gibt es Indizien dafür, dass sich das irgendwann mal ändert? Ich würde sagen, die gibt es. Das höchste Niveau bei der Platinproduktion, das war 2006 schon erreicht. Seitdem geht die Produktion wieder zurück, weil in die bestehenden Minen und auch in neue Minen zu wenig investiert wird. Und dadurch, dass sich der Platinpreis jetzt so erbärmlich entwickelt hat die letzten Jahre, dadurch ist es auch nicht besser geworden. Vor allem in Südafrika gehen die Investitionen zurück und aus Südafrika kommen 75% der Produktion. Der Rest aus Russland, Simbabwe und zu einem kleinen Teil auch USA und Kanada. Und jetzt in der Corona-Krise sind weitere Projekte und Investitionen gestoppt worden. Man weiß nur nicht, wurde das ganz aufgehoben oder nur aufgeschoben. Also die Minenkonzerne könnten vielleicht in nächster Zeit ihre Meinung dazu nochmal ändern. Zu den Minenkonzernen komme ich aber nachher noch. Was sonst noch denkbar ist, Nachfrage nach Dieselfahrzeugen, die könnte doch wieder steigen. Zurzeit ist der Diesel völlig out. Aber man hat da möglicherweise ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Man kann sich immer drüber streiten, aber der Dieselmotor hat auch Umweltvorteile. Einfach dadurch, dass er relativ wirtschaftlich ist. Darum fahren Lastwagen mit Dieselmotor und nicht mit Benzinmotor. Darum hat die Bahn auch noch relativ viele Diesellokomotiven und keine Benzinlokomotiven. Hat sie, glaube ich, noch nie gehabt. Dieselmotoren verbrauchen einfach in der Regel weniger und vielleicht kommt dadurch auch beim PKW irgendwann mal in absehbarer Zeit wieder ein Umdenken und ein Revival vom Dieselmotor. Aber auch wenn dem nicht so ist, die Abgasnormen werden auch strenger. Jetzt nicht nur in Europa und in Nordamerika, sondern weltweit, auch in China, auch in Indien, was auch dazu führen kann, dass die Platin-Nachfrage wieder steigt, weil pro einzelnem Fahrzeug in Zukunft wahrscheinlich mehr Platin gebraucht wird für bessere Katalysatoren. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns jetzt nochmal Palladium an. Man kann über Platin fast nicht reden, ohne dass man auch über Palladium redet. Das ist der 5-Jahres-Chart von Palladium in Dollar. Gold und Silber haben sich ja schon sehr gut entwickelt in der Zeit, aber das Edelmetall, das sich wirklich gut entwickelt hat, das war Palladium. Palladium ist die letzten Jahre wirklich durch die Decke gegangen. Wofür braucht man Palladium? Auch Palladium braucht man für den Katalysatorenbau vor allem. Nur, man setzt bei Dieselmotoren Platin ein und bei Benzinmotoren Palladium. Der Marktanteil von Dieselmotoren, haben wir gehört, ist zurückgegangen. Der von Benzinmotoren ist gestiegen dadurch. Und dadurch ist Palladium jetzt auch wirklich knapp geworden. Die Produktion liegt da seit Jahren unter der Nachfrage. Und man vermutet, dass sogar dieses Jahr, also in der Corona-Virenkrise, der Markt leicht im Defizit sein wird. Palladium ist also wirklich heiß begehrt und die Unze kostet zurzeit 2.200 Dollar, also auch schon doppelt so viel wie Platin. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum in aller Welt baut man dann nicht auch in die Katalysatoren bei Benzinmotoren Platin ein statt Palladium? Und das ist eine ganz entscheidende Frage, die man sich auch schon lange stellt am Markt. Warum nicht Platin statt Palladium, wo Platin doch viel billiger ist? Und ich gehe jetzt auf dünnes Eis, weil ich bin ja kein Chemiker oder Ingenieur oder
Oberflächenphysiker oder sowas. Also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Katalysatoren. Aber trotzdem wage ich jetzt die These, dass diese Substitution von Palladium durch Platin, auch bei Benzinkatalysatoren, dass die früher oder später kommen wird. Und dazu muss man sagen, das wurde schon viel vermutet oder da wurde schon viel drüber nachgedacht. Bis jetzt ist tatsächlich noch fast nichts passiert. Und die, die glauben, dass jetzt auch nichts passieren wird, die argumentieren, dass das eben auch technisch gar nicht so einfach ist, weil so eine Umstellung ja auch Zeit und Geld benötigt und dass dafür der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist. Nur, der Leidensdruck steigt natürlich immer mehr. Der Preisunterschied ist immer höher geworden in letzter Zeit. Und was man selten hört bei diesem Thema, diese Abgaskatalysatoren, die waren früher fast immer Platinkatalysatoren, auch bei den Benzinmotoren bis in die 90er Jahre hinein. Man hat überhaupt erst Platin mit Palladium ersetzt, weil Palladium damals das billigere Weißmetall war. Und Palladium war sogar technisch noch die schlechtere Lösung seiner Zeit. Bei Benzinmotoren hat man es dann ganz gut hingekriegt, bei Dieselmotoren nicht. Jetzt ist es sicherlich natürlich so, dass die Technik ja jetzt auch anders ist als vor 30 Jahren, so dass man das jetzt nicht wieder eins zu eins einfach umtauschen kann. Aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass es grundsätzlich wirklich so schwer ist, das zu ersetzen. Es geht ja manchmal in der Welt offenbar Wissen verloren irgendwie. Das heißt ja auch zum Beispiel, man könnte heute nicht mehr so einfach auf dem Mond landen wie damals 1969. Also das Wissen insgesamt hat zwar stark zugenommen, aber viel von diesem konkreten, praktischen Wissen, das man für so eine Mondlandung braucht, das müsste man sich heute auch erst wieder neu erarbeiten. Wir können ja auch keine Flughäfen mehr bauen, zum Beispiel. Auch wegen wachsender Komplexität sicherlich. Also China kann schon noch, die Türkei kann auch noch Flughäfen bauen. Bei uns kann man es offensichtlich nicht mehr. Ich habe dafür auch großes Verständnis eigentlich. Also klar, auch in meinem persönlichen Leben gibt es Projekte, große Projekte, die nicht umgesetzt werden wegen übergroßer Komplexität, vor allem im handwerklichen Bereich in meinem Fall. Immerhin, der Berliner Flughafen ist dann aber am Ende auch fertig geworden, jetzt wo man ihn nicht mehr braucht. Und ich glaube auch, dass man das mit den Abgaskatalysatoren hinkriegen wird auf Platinbasis. Und das Preisgefüge zwischen Platin und Palladium, das könnte sich dadurch dann ganz wesentlich ändern. Und erste Meldungen dazu gibt es auch schon. BASF hat eine neue Technologie entwickelt, haben die gemeldet, in der Palladium eben teilweise schon durch Platin ersetzt werden kann. Die soll ab 2023 auch einsatzfähig sein. Und das Projekt von BASF, das kam zustande mit freundlicher Unterstützung von Sibanye und von Impala Platinum. Zwei große Platinminenbetreiber, die natürlich auch nicht dumm sind und die davon ja erheblich profitieren würden dann. Und es gibt noch ein Argument für einen höheren Platinverbrauch, nämlich die Wasserstofffantasie. Die wird ja an den Börsen gerade ganz heiß gehandelt. Ein Ersatz von fossilen Brennstoffen in Zukunft durch Wasserstoff und dessen Verwertung in Brennstoffzellen. Brennstoffzellentechnologie ist Katalysatorentechnologie. Was da letzten Endes kommen wird, das ist sicherlich noch Zukunftsmusik, aber wenn das Wasserstoffzeitalter irgendwann mal kommen sollte, dann ist Platin davon wahrscheinlich einer der Hauptprofiteure. Platin ist das Metall und das Edelmetall des Wasserstoffzeitalters, wenn es kommt. Soweit die Argumente für Platin. Also ich fasse ganz kurz nochmal zusammen. Rückläufige Platinproduktion, zu wenig Investments in die Minen, ein mögliches Revival vom Dieselmotor, möglicherweise strengere Abgasnormen für Diesel, möglicherweise Ersatz von Palladium durch Diesel und eventuell dann auch noch die Wasserstofffantasie. Jedes einzelne Argument davon für sich genommen, das ist vielleicht alles ein bisschen vage. Es ist noch nicht so stichhaltig im Einzelnen. Wenn es stichhaltig wäre, dann wäre Platin auch nicht mehr so billig. Aber wenn man die Argumente alle mal zusammennimmt, dann würde ich doch sagen, dass man daraus ein Szenario basteln kann für einen Platinpreis, der mittelfristig, langfristig wieder steigt.
Kurzfristig würde ich sagen, wir haben ein Überangebot natürlich, wir haben eine Autokonjunktur, die schwach ist, sodass kurzfristig nur die Investmentnachfrage stützen kann. Platin kann jetzt wie Silber auch davon profitieren, dass es auch ein Edelmetall ist. Es muss aber nicht so sein. Und genauso wie bei Silber muss man hier auch sagen, dass ich Anlegern nicht dazu raten würde, Platin als Goldersatz zu sehen. Die Funktion, die Gold hat, und die Gold erfüllt in einem Portfolio, die erfüllt Platin nicht oder nur sehr bedingt. Wenn man auf Platin setzt, dann sollte man das tun, weil man der Meinung ist, dass eine steigende Nachfrage kommen wird aus der Industrie. Gut, und jetzt noch zu den Platinproduzenten. Wir haben da ja bei den Aktien eine nicht uninteressante Konstellation, weil die hauptsächlich in Ländern sind, in denen die Währungen zum Dollar stark gefallen sind. Das heißt, niedrigere Produktionskosten in Dollar. Dann sind auch die Ölpreise gefallen in letzter Zeit. Auch das senkt die Produktionskosten. Jetzt muss nur noch der Platinpreis steigen. Und damit Sie sehen, was für Aktien das sind, die von einem höheren Platinpreis profitieren könnten und was für Unternehmen das auch sind. Darum stellen wir Ihnen vier davon vor im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis, die kann jeder lesen. Das Einzige, was Sie dafür machen müssen, ist, Sie müssen sich einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Vier Aktien aus dem Platinsektor kostenlos im Zukunftsmärkte-Report. Und der Link zur Anmeldung, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, und jetzt hat es wieder ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, ich konnte vermitteln, warum Platin vielleicht doch nicht ganz so uninteressant ist. Es ist ein bisschen vergessen worden von den Anlegern in letzter Zeit und in den letzten Jahren, aber es könnte sich trotzdem lohnen, das in Zukunft wieder stärker zu beobachten. Wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn Sie wollen. Ich danke Ihnen schon mal fürs Zuschauen. Alles Gute bis dahin. Auf Wiederhören.